einem Erlass vom 1. Januar 1941 von Heydrich, Chef des Reichssicherheitshauptamts, war Mauthausen das einzige KZ für schwer belastete, unverbesserliche Kriminelle, Vorbestrafte und Asoziale. Das heißt, kaum noch erziehbare Schutzhäftlinge. Angenehmer Mann, dieser Heydrich. Ich hatte etwas anderes erwartet. Wie nannte ihn neulich jemand? Der junge Gott des Todes. Aber das ist ja furchtbar. Wer wagt es, so etwas zu sagen? Ein politischer Gegner, nehme ich an. Onkel Kurt, er ist ein hochkultivierter, sensibler Mann. So wie dieser nette Herr. Würden Sie denn nach diesen Erfahrungen noch mal so eine Reformkommission übernehmen? Ich finde, das klingt so ein bisschen pathetisch, aber wenn man weiß, wie es geht und wenn man einen Beitrag dazu leisten kann, und da muss man sich bei so schweren Problemen, so großen Problemen, muss man sich zur Verfügung stellen und kann man sich nicht abhalten. Können solche Menschen tatsächlich der Garant dafür sein, dass ein viertes Reich in Zukunft ausbleibt? Hartz glaubt, Millionen Menschen wieder in Lohn und Brot zu bringen, wenn man ihn nur lässt. Und es träumt mir, ich sei Alleinherrscher. Ein wunderbarer, sympathischer, liebevoller Alleinherrscher, wie ihn die Weltgeschichte bisher noch nicht gekannt hat und der für sein Volk nur das Beste will. Alles hat seinen Preis. Er hätte ein hervorragender Geiger werden können, hätte er nicht Deutschland sein Leben geweiht. So wie dieser große Held. Gibt keine oberen Unterschichten hier, sondern ist eine Gesellschaft. Immer wieder wird ihr Nonsens unwidersprochen gesendet. Mit verlogenen Politikern fühlen wir uns einfach heimischer. Wahrheit belastet doch nur. Erik kann sich glücklich schätzen. Eine Frau, Kinder, große Karriere. Das war nicht sehr schwer. Wir wirken mit an der Erneuerung Deutschlands. Das kann man wohl sagen. Das könnte ein bisschen überzeugter klingen. Aber ich helfe doch auch daran mit. Ich weiß das Werk des Führers zu würdigen. Keine Arbeitslosen mehr. Frei erfunden ist auch die Behauptung, dass Hitler die Autobahn ersonnen habe. Die von Wirtschaft und Industrie lange geforderte doppelspurige Schnellstraße hatten die Nazis zunächst entschieden abgelehnt. Schon lange vor Hitler hatte man an Plänen für den Bau der Nur-Autostraßen gearbeitet. Friedlicher Fortschritt als Täuschungsmanöver. Keine Streiks. Stabile Währung. Und wenn Frankreich und England den Frieden wollen, dann ruiniert uns eben die neoliberale EU-Politik. Wenn es mit Gewalt nicht geht, dann eben mit den römischen Verträgen. Zeichnung der römischen Verträge, Wirklichkeit. Europa ist ein Spielplatz der Reichen. Hier leben rund 2,6 Millionen Millionäre. Keine überbordende Begeisterung für Europa gibt es bei den Deutschen. Wenn man eben beispielsweise Verfassungsentwürfe entwickelt und das Volk noch nicht mal daran beteiligt. Volksabstimmung ist ein Mittel der Begeisterung, nichts anderes. Heute feiert einer Geburtstag, den keiner Geburtstagskind nennen wird. Ferdinand Pirch ist zu deutlich ins Gesicht geschrieben. Das ist einer, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Es folgt eine minutenlange Huldigung in den Tagesthemen. Man fragt sich doch, ob diese Industriellen die tatsächlich Mächtigen und Regierenden in diesem Land sind. Es heißt, es gäbe für Führungspersönlichkeiten zwei Methoden, Gefolgschaft zu sichern. Die eine ist Zuneigung und die andere ist Furcht. Pirch hat die zweite auf die Spitze getrieben, auf die Spitze des Erfolges, und er bereut nichts. Warum auch? Er kann in einer Stadt feiern, die er selber gebaut hat, dem Erlebnispark Autostadt Wolfsburg. Und übermorgen übernimmt er für weitere Jahre die Führung eines Megakonzerns, in dem alles gebaut wird, was Auto heißt. Stadtflitzer von VW, PS-Boliden von Porsche, Luxusraser von Bugatti und LKW von Scania und MAN. Seinetwegen müsste es auf der Welt keinen Autobauer geben, außer natürlich Pierre. Über einen Mann, der zum 70. alles erreicht hat und der einem dabei ein bisschen unheimlich sein kann. Nicht nur symbolisch sitzt Ferdinand Pirch am liebsten hinterm Steuer. Wo er die Motoren und die Geschwindigkeit spürt, ist er ganz bei sich. Mit Menschen tut er sich schwerer. Hätte jemand mit einem solchen Charakter damals tatsächlich auf Ghetto- bzw. KZ-Zwangsarbeiter freiwillig verzichtet? Das ist sein Leitstern. Ferdinand Porsche, der Großvater, der Gründer des Familienkonzerns, der geniale Konstrukteur des Volkswagens.
Hat er auf Ghetto- bzw. KZ-Zwangsarbeiter verzichtet? Es ist Piechs Lebenstraum, so viel zu gelten wie der Großvater. Mich, dass es der Fähigkeit eines glänzenden Konstrukteurs und der Mitarbeit seines Stabes gelungen ist, die Vorentwürfe für den deutschen Volkswagen fertigzustellen, um die ersten Exemplare ab Mitte dieses Jahres endlich erproben zu können. Der Führer erprobt persönlich und bestellt dann beim Wehrwirtschaftsführer Porsche Kübelwagen und Rüstungsgüter für den Zweiten Weltkrieg. In den neuen Fabriken ließen Tausende von Zwangsarbeitern ihr Leben. Entschädigungen fließen später nur zögerlich. Und als der Betriebsrat Jahrzehnte danach einen Gedenkstein setzen lässt, ist Enkel Ferdinand wenig erfreut über die Geschichtsaufarbeitung. Mit der Eröffnung dieses Gedenksteins nahm Herr Dr. Piech dann die Gelegenheit wahr, indem er mich in sein Auto verfrachtet hat, um nach Ingolstadt zu fahren. Der erste Satz, den er mit mir gewechselt hat, dass er mich verklagen wolle, aufgrund der Aussagen, die wir zu den Porsches gemacht haben in der Geschichte von Volkswagen. Ferdinand Porsche führte die Geschäfte bei Volkswagen. Ferdinand Piech war Vorstandschef des Konzerns. Er führte ihn so eigensinnig und autokratisch, als sei er sein Besitz. Dabei war doch auch er nur ein Angestellter. Der steinreiche Erbe ist nicht nur materiell unabhängig, frei macht ihn das Gefühl, gewissermaßen im Geist des Großvaters zu handeln. Er glaubt auch an sein Genie als Konstrukteur. Karriere machte er bei VW-Tochter Audi. Wird jemand mit solchen Charaktereigenschaften in Zukunft auf Ghetto- bzw. KZ-Zwangsarbeiter verzichten, wenn es die Möglichkeit gibt, sie kostengünstig zu verpflichten? Wer oder was sollte sie davon abhalten? Zu Hause sammelt Piech auch andere Meisterstücke technischer Perfektion. Extrem hart geschmiedet, doch biegsam und unglaublich scharf. Das sagt man auch von ihm. Versetzen wir uns an dieser Stelle noch einmal ein Dreivierteljahrhundert zurück und bedenken dabei, dass heute die Langzeitarbeitslosen so beliebt sind wie damals die Juden. Ernest Günther Fontheim wurde 1922 als Ernst Günther Fontheim geboren. Er ist einer von nur 1400 Berliner Juden, die das Kriegsende im Untergrund überlebten. Was mit der millionenfachen Ermordung endete, begann schon früh mit Ausgrenzung im Alltag. Woran ich mich heute noch erinnere, war in unserem Haus, in dem wir wohnten. Es ist ja allgemein üblich, wenn man also andere Mieter im Treppenhaus trifft, dass man sich grüßt, zumindest im Vorübergehen, und oft auch stehen bleibt und vielleicht ein paar Worte wechselt. Und verschiedene Mieter hörten kurz nach dem Januar 1933 auf, uns überhaupt zu sehen. Die behandelten uns wie Luft. Also wenn man sich im Treppenhaus begegnete, gingen die an uns vorbei, als ob wir nicht existierten. Dieser Antisemitismus hatte natürlich, in dem diese Gesellschaft sich lebte, hatte natürlich nie die Idee, Juden zu ermorden oder sowas. Aber die Vorstellung, dass man sie aus dem öffentlichen Leben zurückdrängen müsse, dass es zu viel intellektuelle Juden gab. Entgegen der allgemein verbreiteten Propaganda der neoliberalen Politiker befinden sich unter den Langzeitarbeitslosen schon ein ganz erheblicher Anteil von Intellektuellen und Akademikern. Die Behauptung, es handele sich bei den Langzeitarbeitslosen nur um ungelernte und arbeitsscheue Elemente, ist schlichtweg propagandistisch und falsch. Aber was der ernste Hintergrund ist, ist der, dass in der Öffentlichkeit das Vorurteil genährt wird, Arbeitslose wollen gar keine Arbeit. Jeder, der will, kriegt auch Arbeit. Aber damit war man einverstanden und man war verhältnismäßig gleichgültig. Es interessierte einen nicht, weil es einen nicht betraf.